Und auch, aber auch sonst, glaube ich, ist in der Anthroposophie irgendwie wie in einer Zeitkapsel so ein Kosmos aus dem 19. Jahrhundert konserviert, der heute irgendwie von allen möglichen Leuten irgendwie in Interaktion zur Gegenwart gesetzt wird. Ich halte das für was historisch Einzigartiges. Und es ist wahrlich nicht so, dass Anthroposophie und Anthroposophen eine Gefahr sind oder irgendwie die Gesellschaft unterwandern. Ich glaube, da werden sie zum Gegenstand von Verschwörungstheorien, selbst wenn sie selber solche vertreten. Mhm.